Okay, da rechnet einer, da rechnet vermutlich auch einer. Jawohl, da rechnet einer. Dann gehen wir doch mal jetzt Richtung, genau, was macht man, wenn einem die Zombies im Genick sitzen? Man ruft die Feuerwehr. Ja, so gehen wir da mal hin. Ja, vielleicht gibt's da eine schöne Axt. Auf jeden Fall hat die Feuerwehr eigentlich immer gute Klamotten. Ja, der steht mir dann auch so richtig im Wege, ne? Bzip. Ha. Da ist zu. Keine Klamotten, aber eine Axt. Gleich in die Hand nehmen das gute Stück und dann gucken wir mal. Wenn die Zombie-Plage hier reinrauscht, dann kriegen sie eins zwischen die Hörner. Die Tür ist zu. Die Tür vorne ist sperrangelweit offen, deswegen machen wir sie zu. Puh, das war aber knapp. Da haben wir noch mal Glück gehabt. NBC Pants, kann ich auch nichts mit anfangen. Ja, außer Helm finde ich hier eigentlich auch nichts. Ja, da ist auch nichts. Das Dach wird dann wahrscheinlich auch abgeräumt sein, weil die Feuerwehrklamotten sind eigentlich ganz gut. Okay, damit ist das Thema Feuerwehr abgelutscht. Dann suchen wir uns jetzt mal einen Ausgang in Richtung Polizei. Weil das ist eine Ordnungssache hier, ne? Und wenn es um Ordnung geht, ist eigentlich die Sache der Polizei. Tja, wenn ich mal wieder so fit wäre, dass ich mit einer großen Axt in der Hand... Da hat sich anscheinend auch schon einer was gebaut. Auf dem Fußballplatz. Naja, warum nicht, ne? Wände aus Containern. Wo hat er die wohl alle her? Da ist die Polizei. Polizei! Polizei! Ich muss eine Ordnungswidrigkeit melden. Ja, der erste Weg ist immer nach nebenan und gucken, ob die Türen alle zu sind. Ja, sind zu. So, nix. Police Jacket. Nö, ist nicht besser als meine. Ja, Gesundheit. Du hast doch eine Pille, Mensch. Werd gesund. Da ist auch nix. Da ist auch nix. Da ist auch nichts. Es wundert mich nicht im Mindesten, weil diese Polizeistationen sind natürlich immer der erste Anlaufpunkt, wenn es darum geht, irgendwo Waffen abzustauben. Gesundheit. Eine M-Log 91. Haben wir dafür nicht ein schönes langes Magazin? Dann tun wir die Axt mal weg. Dann tun wir das Glockback. Ich glaube aber nicht, dass das hier reinpasst, oder? Nee, eher nicht. Und die sieht auch ein bisschen angeschraddelt aus. Haben wir denn ein Glock-Magazin wenigstens? Normales Glock, ein M-Lock heißt es ja auch und nicht. Naja. 9mm Patronen haben wir auch. Ach komm, hoffen wir einfach das Beste, dass sich hier was findet. Irgendwas, was nicht ganz so rostig aussieht wie dieses Dings da. Eine Weste wäre auch schön mit Taschen drin. Da ist nix, da ist nix, da ist auch nix. Da ist überall nix. Tja, und hier oben liegt auch nichts. Ja, was nun? Wo wollen wir denn mal hin? Da sind wir nun. Irgendwie ist hier eigentlich nichts zu holen. Also, wenn ich hier rausspringe, könnte ich ja hier was finden. Gesundheit. Also, hinten raus. Und dann hier durch die Häuser. Vielleicht finde ich in den Häusern irgendwas? Oder sollte ich lieber hier? Hier ist ja noch der Flugplatz. Valota Airfield.
Am besten, ich mache beides. Ich mache am besten erstmal hier hin und dann hinten rüber nach Balota. Weil wenn, dann findet man da was. Am besten, solange die Sonne noch so schön scheint. Doch wir rennen gleich wieder wie die Blöden, weil Zombies scheinen hier vor jeder Tür zu warten. Ja. Oder? Ja, ist ein Zombie. Da ist noch einer. Wie immer besteht kein Mangel an Zombies. Sollte ich vielleicht mal versuchen, sie einzeln umzuknipsen? Ich meine, da ist ja ein Gewächshaus. Mit so einem Gewächshaus kann man eigentlich immer irgendwas machen. Gesundheit. Tür auf. Und mit Anlauf. Tür zu. Magie, was steht da drin? Das ist eine Pepsi-Cola. Die trinken wir sofort aus. Sieht schon ein bisschen angefressen aus, aber Cola ist Cola. Ich meine, wahrscheinlich ist sie in vergammelten Zustand gesünder als ohne. So, gluck, gluck. Ja. Jo, das ist ja mal eine Akustik. Ja, jetzt wollt ihr nichts mehr von mir, ne? Habt ihr gesehen, der hat eine Piff-Paff? Doch, da kommt einer. Ach, die brauchen immer zwei Schuss, wenn sie nicht gleich im Kopf erwischt. Mach ich mich mal hin. Haben denn Zombies hier überhaupt irgendwas Brauchbares dabei? Ach, jetzt haben wir noch eine Ladehemmung. Das kommt davon, wenn man mit Gebrauchtgerümpel arbeitet. So, müssen wir sie aber erstmal laden. Nicht bin laden, das ist wieder was anderes. Tja, die alten Leute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Hektisch, agil. Ich weiß nicht, ob das so effektiv ist auf lange Sicht. Muss ich erstmal noch hier eine von dem Zeug nachwerfen. Immerhin lässt das Grusten so ein bisschen nach. Ich glaube, es ist effektiver, einfach wegzulaufen. Es hält auch warm. Au. Ja, wenn man natürlich einen Zaun im Wege hat und ihn von dem weißen Hintergrund nicht sieht. Noch ein Zaun. Also Zäune sind bei diesem Wetter einfach gefährlich. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Gesundheit. Naja, ich habe ja sonst nichts Besseres vor. Ich habe die Zeit rumzulaufen. Aber immer bergauf, das ist nichts für mich. Wie sieht's da hinten aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich im Moment noch eine Hacke. Die können sich dann mit denen zusammentun, die dann da vorne bei den Militärdingens rumspringen. Aber vielleicht sollte ich erstmal mir doch ein Häuschen suchen mit einem Fenster, von dem aus ich sie dann in Ruhe umknipsen kann. Oder ich klettere hier drauf, das ist noch besser. Wenn man denn drauf klettern kann, das scheint bei diesem Server nicht zu gehen. Bin ich angekratzt? Nein, ich blute nicht. Spandex Leggings, ja. Da haben sie hier anscheinend ein besonderes Faible für. Gesundheit. Ups. Ah, wir sind ein Billigschrott. Anscheinend ist auch billig Munition, da kommt da nichts mehr rüber. Da haben die Jungs da was zu futtern dabei, das wäre schon mal eine echte Verbesserung. Sogar die Maske, die ich trage, ist versaddert. Guck mal, der Rucksack, den will ich haben.
Vielleicht sollte ich die Pistole nehmen. Okay, mein Rucksack liegt da rum. Da müssen wir uns dann gleich drum kümmern. So langsam wird's überschaubar hier. Hallo, Herrschaften, hier bin ich. Ja, aber nicht so hektisch, ne, sondern stellt euch hier in Ruhe hin. Ihr kommt alle dran. Ah ja, das war es erstmal mit den 9mm Patronen. Dann gucken wir mal hier. Was hatten wir denn hier noch für Magazine? Der hat 0, der hat 15. Welches Kaliber? 9x19, na, geht doch. Die komischen Pillen scheinen nicht wirklich zu helfen gegen die Erkältung. Ich glaube, das Zeugs ist eher was für Kopfschmerzen. So, ich nehme noch mal eine Pille mehr. Ich habe ja noch welche. Vielleicht hilft es ja gegen irgendwas. Oder man wird von selber wieder gesund, wenn man nur lange genug nicht so viel friert. Soll ich die mal versuchen? Probieren wir die mal aus, ne? Das ist schon mal gut. Fanta, Streichhölzer, Gesundheit. Eine Kartoffel. Noch eine Kartoffel. Das scheinen hier landwirtschaftliche Zombies zu sein. Salzstangen. Was ist das denn hier? Patschka. Oder so. Und eine Zucchini. Die sind schon grausig, wenn sie neu sind. Nichts. Dann gucken wir mal bei den Militäronkels, ob sich da jetzt irgendwas findet. Wäre vielleicht gut, irgendwie noch ein Krankenhaus zu finden. Sind die da oben? Nee, die Militärleute hatten keinen. Da sind sie, genau. Die hatten kein festes Haus, hier gibt es nur Zelte. Hoffentlich gibt es auch keine Zombies, das wäre noch lieber. Tja, so viel zur Hoffnung. So, jetzt wollen wir mal gucken, welche Art von Zombies hier rumspringt. Die, die was können oder die nichts können. Wir sind jetzt gerade Nix-Könner viel lieber als Könner. Stehen bleiben. Schön stehen bleiben. Was habe ich gerade übers Stehenbleiben gesagt? Nicht so berauschend, aber was ist das? Noch eine Sterling. Noch eine Rauchbombe. Magazin nehmen wir aus Prinzip mit. Eine Bison. Oh, ich hätte so gerne eine Bison-Magazin. Da gehen 64 Patronen rein. Nehmen wir sie einfach mal mit. Sterling wollte ich vorhin schon nicht haben. Nichts gegen die Sterling, aber find mal das passende Magazin. Eine MPA 930. Das ist immer dieses Problem,
wenn man zu viele verschiedene Modelle an Waffen ins Spiel bringt. Das heißt nämlich auch, man braucht entsprechend viele verschiedene Modelle an Magazinen. 45er Patronen, das ist gut. Und eine Beretta M9. Ah, auch hier, Beretta ist ja nicht schlecht, aber find mal entsprechend ja, das Magazin dafür. Box 9x19, ja, das nehmen wir auch mit. Das weiß aber auch alles hier, ne? Ein Zelt, zwei Zelt, drei Zelt und durch. Na schön, dann geht's jetzt Richtung Valota. Hüpferchen. Ja, Krankenhaus. Wo wäre jetzt das nächste Krankenhaus? Glas. Classic Shotgun. Ja, warum nicht? Was habe ich denn hier umhängen? Dieses komische Ding kann weg. Aber hier eine Classic Shotgun. Für das Ding habe ich sogar irgendwie ein paar vereinzelte Patronen. 13 Stück. Wenn sie auch nicht wirklich gut aussehen. Ja, na schön. Das ist doch schon mal was. Guck mal, da sehe ich schon die ersten Gebäude durch die Mauern, sofern ich denn gerade scharf geradeaus gucken kann. Und am Horizont höre ich doch das seichte Knallen irgendwelcher Böller. So ungefähr da, in die Richtung würde ich jetzt mal sagen. Mal schauen. Da haben wir also das Flughafengebäude. Da ist so ein Wachtposten. Dahinter müssten Zelte sein. Ja, da gibt es also schon mal vernünftige Stiefel. Nigel, Nagel, neu. Und für lau. Gesundheit. Ziemlich geplündert. Oder hier liegt von vornherein nicht so viel. Noch eine Stangun. Also sollte ich mal ein Stangun-Magazin finden, sollte ich mir das unbedingt, ja, greifen. Behalten. Oh, was für ein teurer Rucksack. Oh, ist das schön. Ja, das ist ein guter Fund. Nein, da ist nichts. Was haben wir denn da? Combat Shirts. Bin ich jetzt gerade nicht so von überzeugt. Du hast versehen die Tür zugemacht, ne? Was war das denn? Ein Uzi-Magazin. Ach komm, ich pack's erstmal ein. Leer plündern kann ich ja immer noch, während die Zombies nachlaufen. Das geht direkt raus, richtig? Ja. Dann gucken wir nochmal hier in die Flughalle rein. Naja, vielleicht sind die Zelte ja doch ergiebiger. Junge, Junge, also so richtig viel ist hier auch nicht. Ein Flashbang. Was haben wir da? Eine PPSH. Tolle Säge, aber auch da. Magazine, Patronen, alles ein bisschen schwieriger. Erdel. Hat auch nur 36 Taschen, das Ding. Ein Standardmagazin für eine M16 oder sowas. MAB38. Wahrscheinlich ist das als MP38 sonst bekannt. Tommy Gun? Ja, gibt's auch. Uzi-Magazin. Auch da, im Wesentlichen gehe ich da auf die Patronen, bin ich da scharf, ne? Da, Standardmagazin. Wenn ich jetzt eine M16 finde, das wäre schon mal ein Fortschritt. Waren da schon wieder alle Zelte? Also irgendwie, man saust da so durch und schwupps,
Ist man durchgesaust, Gesundheit. Aber hier stehen ja noch mehr rum, keine Sorge. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diesen kleinen Gefechtsstand hier oben, dass den die Leute gerne vergessen. Beim Abräumen. Nix. Noch eine Tommy Gun. Was ist denn da? Holzbalken? Ja. Gut, diesmal haben sie es nicht vergessen. So langsam muss ich mir doch wieder einen Kopf über Fressalien machen. Das kommt, wenn man so rumrennt. Dann verbraucht man auch mehr Kalorien. Denn wenn man krank ist, das hilft natürlich auch nicht unbedingt. Ah. Das ist wohl nur ein Fleck am Boden. Ja, muss ich schneller laufen als der andere. Schauen wir mal. Hui. Stiefel. Magazin. Jetzt fände ich ein M16 immer besser. Banking. Ah, jetzt gehört auch Kohle aufs Konto. Dann rennen wir mal so schnell wir können vor dem anderen her und hoffen, dass da drüben irgendwo jetzt mein M16 im Zelt liegt. Das ist natürlich schwierig zu sagen, ne? Bei dem Ausrüstungslevel, das man jetzt hier inzwischen hat, schwierig zu sagen, ob das jemand Wichtiges ist oder ob der selber Frischling ist und nur eben hier einen besseren Landepunkt hatte, um Klamotten zu finden. Automag Magazin und ein Optical Red Dot. Puh, ich nehm's mal mit. Mal schauen. Noch habe ich keine Batterie irgendwo gesehen. Eine Field Vest. Ja, also das, alles klar. Hat sich das Rumgerenne ja schon gelohnt. Ich weiß jetzt ja auch nicht, ob der andere sich selber ausrüstet oder ob der schon nur noch rumläuft, um Klamotten für den Händler zu finden. Box 9x19. Jawohl, kann ich sehr gut brauchen. Multicam. Das ist eine Field Vest, das ist eine Multi. Guck mal, der hier kann 1000 Sachen dranhängen. Modular Pouch ist ganz toll. Der hier hat einfach Taschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 2, 3, 4, 5. 30 Stück. Ach, steht doch da, ich Nase. Zustand. Geht so. Zustand. Geht auch so. Ach komm, ich lasse es mal stecken. Das ist der berühmte Spatz in der Hand im Vergleich zum Dingens auf dem Dach. 80 plus Krimskrams und ich habe hier... Kann ich gar nicht lesen. Auch 80 plus Krimskrams, aber plus mehr Krimskrams. Also lasse ich es liegen. Ich glaube, ich schmeiß da hier auch zum Spaß eine Rauchgranate in der Gegend rum. Die hier zum Beispiel. Oder warte mal, gibt eine, die aussieht wie eine Dynamitstange? Nee. Ja, mit der laufe ich jetzt hier rum und qualme vor mich hin. Wo kriege ich denn jetzt Wasser her? Nächste Quelle wäre da drüben in der Stadt, schätze ich mal. Mal ich hier kringeln in die Landschaft. Wasser. Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Und wir haben nichts zu trinken. Okay, aber von den Zombies hat es offenbar keiner gepeilt. Kommen wir auf die Karte, ja, Gesundheit. Da ist was Hellblaues, das wird nicht zufällig Wasser sein, oder? Ich weiß, ich sehe nicht aus wie Wasser. Balota. Da ist Wasser. Also, ist das hier die Richtung, in die wir wollen. Aber ich kann unterwegs schon mal was essen, zum Beispiel Kartoffeln. Oh, ich kann sie nicht essen. Kann ich sie vielleicht mit dem Messer bearbeiten und dann essen?
habe ich mein Messer zusammen mit den Stiefeln getauscht. Sehr schlau. Versuchen wir es mal hiermit. Gesundheit. Eine geschälte Kartoffel. Man kann also mit ungeschälten Kartoffeln kann man dran verhungern, ja. Oh ja, und es funktioniert. Also die Kartoffel liefert auch ein bisschen Wasser. Meine Schälaxt. Könnt natürlich auch mit der großen Feuerwehraxt dran rumschälen. Das wäre bestimmt wahnsinnig witzig. Ja, die Kartoffeln richtig fallen lassen, ist ja klar, ne? Wenn man Kartoffeln schält, lässt man sie immer fallen. Und dazu gibt es dann Toast. Und dann nehmen wir Salzstangen. Ich glaube, wir nehmen Salzstangen. Auch beschädigte Salzstangen. Da sind die Stückchen dann halt kleiner. Njam, 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 Salzstangen. Oh, das war aber wenig Wasser. Dann sollte ich vielleicht in den dezenten Trab verfallen und nicht ganz so viel Wasser dabei verballern. Piff-paff. Gesundheit. Ja, irgendjemand anders hat da offenbar einen persönlichen Disput mit irgendeinem Zombie. Ist auch nicht ganz unerwartet, dass hier beim Airfield, dass da Leute rumspringen. Ihr seht ja selber, es gibt eine Menge Krimskrams zu holen. Ich glaube, hier in diesen Wachtposten, da ist eher nichts zu holen. Und ich glaube, mein Interesse liegt im Moment mehr in Richtung Wasserpumpe. Was macht denn der für ein Krawall? So oft kann man doch gar nicht daneben schießen. Doch, man kann, aber ich gebe es nicht so gern zu. Da ist ein aufgeregter Zombie am Horizont. Den wollen wir großräumig umschiffen. Der macht nur unnötig Ärger. Dann bin ich wieder gezwungen, zur Schusswaffe zu greifen und muss dann Berichte schreiben. Immerhin, hier gibt es schon mal ein Gewächshaus, in das man sich notfalls verziehen kann. Die Frage ist, wo ist jetzt die Pumpe? Da ist die Pumpe. Also auf der anderen Straße. Oh, jetzt weiß ich auch schon wo. Überall Zombies. Das ist natürlich schlecht. Ganz schlecht. Da ist noch einer. Notfalls muss ich mich wieder aufs Auto verziehen und dann von da oben aus Zombies erschießen, weil zum Glück Zombies ja nicht auf Autos klettern können. Die Maske versattert oder ist sie einfach nur irgendwie schick gemacht? Schwer zu sagen, ne? Ist wie mit der Kunst heutzutage. Man weiß nie so genau, ist es Absicht oder ein Dauerschaden. Immerhin, Wasser und Futter sind hier nicht unbedingt ein Dauerproblem. Da kann man öfter mal etwas entspannter durch die Gegend gucken. Gesundheit. Stichwort Krankenhaus. Wo ist denn die nächste Polizeistation? Das ist auch ein Ende weg, ne? Ich glaube, wenn ich mich hier richtig vollgetrunken habe, gucken wir noch ein bisschen in den Häusern rum. Und dann machen wir uns Richtung Inland auf. Weil die Küste hier, da werden natürlich immer die
die Anfänger oder die neu reingestarteten, die werden dann sich hier versorgen. Hast dich verschluckt, wa? Ja, mich auch. Oh, jetzt habe ich auch noch, weil ich nicht hingeguckt habe, habe ich mir jetzt auch die Wampe zu voll getrunken. Das ist schlecht. Vor allen Dingen ist es nicht schlau. Kann mir auch passieren, dass ich jetzt einmal gepflegt am Reihern bin. Dann kann ich neu trinken. Ich hoffe ja, man würde auch ohne Medikamente im Laufe der Zeit sich vor sich hin heilen. Das sieht aber nicht so aus. Was haben wir denn da? Eine Makarov? Ja, eine Makarov-Pistölchen. Ach komm, nehmen wir die mal mit. Sie schießt und Makarov-Patronen, habe ich die eine oder andere dabei. Das ist ja schon mal ganz gut. So, ich bin hier. Ich würde sagen, erstmal stur nach Norden und dann weiter gucken. Ne? Eine Feldflasche, ein Händler wäre natürlich gut. Wo sind denn die Händler auf dieser Karte? Da, Green Mountain und Black Market. Alter, oh Alter. Also, Richtung Norden, hierher. In der Hoffnung, da über eine Jagdwaffe zu stolpern.